Bereits zum zweiten Mal heißt es für 55 Kinder, Türen auf in der Heimstätte des EC Red Bull Salzburg und mit den Profis aufs Eis gehen. Einmal die Faszination des schnellsten Mannschaftssportes der Welt hautnah erleben. Möglich wird das durch das Eishockey einmal eins. Eine Initiative des EC Red Bull Salzburg. Genaueres dazu aber später. Für die Kleinsten zählt von Beginn an nur der Spaß. Wir haben das Spiel, das da ein verzauberter Wald war. Und da waren die Trainer drin, die waren die bösen Zwerge und die wollten uns den Puck wegnehmen. Und dahinter haben wir dann aufs Tor schießen müssen. Wie oft hast du getroffen? Immer. Das Training wird von den Trainern aus dem Bullen-Nachwuchs geleitet. Die sorgen dafür, dass auch die Spaß haben, die vielleicht zum ersten Mal am Eis stehen. Unterstützt werden die Coaches von Spielern der aktuellen Bundesligamannschaft. Lukas Hörl ist Salzburger, Verteidiger und hat heuer den Sprung zu den Profis geschafft. Er kann sich noch gut an seine Anfänge erinnern. Also ich habe angefangen, ich glaube, im Alter von 4. Und jetzt, wo ich die ganzen Kinder am Eis sehe mit ihrem Lächeln in die Augen, und da erinnert man sich schon zurück. Und na, es ist echt geil gewesen früher, hat immer Spaß gemacht. Und jetzt, wenn man bei den Profis spielt, ist schon geil. Eishockey einmal eins ist für alle Kids kostenlos. Das beinhaltet nicht nur die Coaches, auch die komplette Leihausrüstung wird zur Verfügung gestellt. Neben der gut gefüllten Eisfläche ist auch an der Bande reges Treiben. Denn auch die Eltern sind Teil der Eishockey-Community. Ich finde das voll super. Man kann sich das dann alles einmal anschauen. Man braucht da kein Equipment nicht, einfach um zu schauen, ob es ein Kind taugt und ob er Spaß dran hat. Die Jugend gehört gefördert. Die Zeit ist leider so momentan, dass eher viel Fernsehen im Vordergrund ist. Und von daher finde ich das super, wenn das gefördert wird, dass die Kinder einen Sport machen. Initiativen wie das Eishockey einmal eins sind wichtig, um auch in Zukunft genug Spieler für den heimischen Profisport hervorzubringen. Ohne den notwendigen Unterbau ist das nicht möglich. Das sieht auch Mitinitiator und Ex-Bulle Matthias Tratnik so. Ja, also ich glaube, die größte Schwäche im österreichischen Eishockey ist der Unterbau. Ohne einen sehr guten Unterbau gibt es keine 14-, 15-, 16-jährigen Spieler, geschweige denn Profis. Und da gehört sich am meisten investiert. Ex-Profi und nunmehriger Trainer im Nachwuchs der Bullen, Daniel Welser, schlägt in die gleiche Kerbe wie Irmi Pichler. Kinder zum Sport und so viel ausprobieren wie möglich. Ob sie dann beim Eishockeysport bleiben oder in so einen anderen Sportart wechseln, ist ja komplett egal. Hauptsache den Sport treu bleiben und einfach nicht auf der Couch sitzen oder das einfach bewegen und alles Mögliche durchprobieren. Das Eishockey einmal eins trägt bereits Früchte. Nach der Veranstaltung im letzten Jahr haben einige Kinder ihre Leidenschaft für Eishockey entdeckt und sind jetzt im Bullen-Nachwuchs.